soll ich euch mal was Verrücktes erzählen, was mir in Disneyland Paris passiert ist? Ich bin ja in der ersten Januarwoche gefahren, weil ich noch die Christmas Season miterleben wollte. Und sie war toll, die Dekoration, die Musik, es war alles noch da. Nun, es war zwar ein bisschen regnerisch und ein bisschen grau und kühl, aber es war eigentlich ein richtig toller Urlaub. Und im Winter ist es ja kühl und kalt. Und ich wollte dieses Christmas Carol Singing Event noch mit angucken, wo auch Donald Duck und Mickey Mouse und Goofy und so weiter in ihren Christmas Outfits Lieder singen. Und da war an dem Spot, da wo ich hin sollte, in dem Tomorrowland, also da wo dieses Theater oder was das ist, war, da waren zwei Events eingetragen, nämlich dieses Christmas Singen und Meet Christmas Stitch. Und da habe ich gedacht, naja, da ist nur eine Warteschlange und da stellst du dich mal an. Und dann nach einer guten halben Stunde ist mir aufgefallen, oh, da stehen aber sehr viele Leute mit Stitch-Pullovern und Stitch-Mützen und Autogrammbüchern. Und dann habe ich gefragt, bin ich mal ins Grübeln gekommen, dann habe ich gefragt, hey, ist das the line for Stitch oder for the Christmas Carol? Und die haben mir gesagt, Stitch. Und soll ich mal was sagen? Ich habe gedacht, bleibst du einfach stehen und gehst zu Stitch. Bitteschön. Hello Stitch, greetings from Germany and your biggest fan Venzio and Kip Supernova. Yes. Can I have? Auch die anderen Disney-Characters getroffen. Da waren zum Beispiel Goofy, dann Mickey Maus und Donald Duck, Pluto und auch der Rabbit von Winnie Pooh. Und die könnt ihr hier gerade sehen. Die habe ich nämlich im Plaza Gardens, in dem Restaurant Plaza Gardens getroffen, beim Character Dining. Eines der letzten Character Dinings für 69 Euro. Ab 2023 kostet es 80 Euro. Ja, ihr habt richtig gehört. Ach, naja, ich will ja nicht meckern. Mir ist aufgefallen, dass die Characters ganz schön unter Stress gestanden sind. Naja, so eine mehrere Touristengruppen, die haben vor allem Mickey und Donald ganz schön in Beschlag genommen. Und zum Schluss hat man gemerkt, Donald hatte auch den Schnabel voll. Aber ich bin ja ein freundlicher Dalmatiner und ich war da ganz bescheiden. Ich wollte Selfie, ich wollte ein kleines Video und natürlich die Unterschrift im Autogrammbuch. Ja, das war doch mal ein gelungener Urlaub. Und darauf jetzt ein bisschen Musik.